Statistik belegt, Ossis werden am häufigsten beim Rasen erwischt. Die Verkehrssünder mit den meisten Punkten in Deutschland kommen aus dem Osten der Republik. Das belegt eine Statistik vom Vergleichsportal Kek24. Leipzig liegt hinter Rostock auf Platz 2. Demnach haben 9% der Norddeutschen bereits Punkte in Flensburg gesammelt. In Leipzig sind es immerhin 8,5%. Über dem Bundesdurchschnitt von 6,2% liegen in den neuen Bundesländern noch Erfurt, 8%, Platz 3, Magdeburg, 7,5%, Platz 6, und Chemnitz, 7,1%, Platz 11. Dresden, 6,1%, 30. Platz, und Halle an der Saale, 6%, 35. Platz, liegen knapp unter dem Schnitt. Auf Ebene der Bundesländer betrachtet liegen Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Sachsen ganz vorn. Wie der Statistik zu entnehmen ist, sollen sich vor allem Mainzer, Kasseler und Berliner nahezu vorbildlich im Straßenverkehr bewegen. Könnt ihr das so bestätigen?